Hallo, liebe Faktenfreunde und herzlich willkommen. Wir sind Fantastic Studies and Where to Find Them. Hier präsentieren wir euch regelmäßig Forschungsergebnisse aus wissenschaftlichen Arbeiten. Und mit jedem Video betrachten wir einen neuen, spannenden Artikel aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Toxikologie, Chemie und Klimawandel. Das heutige Thema lautet Alternativen zum Tierversuch. Wir starten mit einem Artikel von Gironde und Co-Autoren, welcher dieses Jahr in der Fachzeitschrift Toxicology Reports veröffentlicht wurde. Der Titel lautet Einsatz von LUCF – Light Up Cell System als eine alternative, zellbasierte Methode zur Vorhersage akuter oraler Toxizität beim Menschen. Bevor wir tiefer einsteigen, sollten wir uns anschauen, warum tierfreie Testmethoden überhaupt so wichtig sind. Jedes Jahr werden alleine in der EU ca. 10 Millionen Versuchstiere eingesetzt, davon 1 Million mit starkem Eingriff in ihr Wohlergehen. Die meisten Versuchstiere sind Nager, zum Beispiel Ratten oder Mäuse. Neben der Verhaltensforschung wird ein großer Teil dieser Tiere für die Untersuchung von Chemikalien verwendet. Warum sind diese Untersuchungen so wichtig und brauchen wir wirklich Tiere dafür? Wir wissen ja alle, dass Chemikalien giftig für Menschen sein können. Denkt nur mal an eure möglichen Selbstversuche mit Alkohol. Andere Stoffe können noch weit gefährlicher sein. Um ihr Gefahrenpotenzial zu bestimmen und zu entscheiden, ob sie zugelassen werden können oder ob man Schutzmaßnahmen ergreifen muss, überprüfen Wissenschaftler die Chemikalien mit Hilfe von Versuchstieren. Hin und wieder werden Tierversuche durchgeführt, obwohl Alternativen schon lange verfügbar sind. Also, warum werden immer noch Tiere in der Chemikalienbewertung eingesetzt? Aufgrund ihrer Komplexität sind Tiere ideal, um toxische Effekte beim Menschen zu bewerten, da diese oft durch ineinandergreifende Reaktionen und unter Beteiligung verschiedener Organe ausgelöst werden. Zudem sind die Organstrukturen und Funktionen von Säugetieren wie Ratten sehr ähnlich zu denen des Menschen. Aber trotz dieser Vorteile werden Tierversuche häufig kritisiert. Neben den offensichtlichen ethischen Bedenken haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Komplexität von Tieren zu stark schwankenden Ergebnissen führen kann, die häufig nicht gut reproduzierbar und damit nicht immer aussagekräftig sind. Und obwohl sie uns Menschen so ähnlich sind, können Versuchstiere Effekte, die beim Menschen festgestellt werden, weniger stark oder auch gar nicht zeigen. Oder eben auch viel stärker. Aus diesen Gründen sollen Tierversuche reduziert, verbessert oder möglichst durch tierfreie Alternativen ersetzt werden. Die EU-Kosmetikverordnung verbietet beispielsweise Tierversuche für Kosmetika schon seit 2013. Heute wollen wir uns ein Beispiel für eine Alternativmethode für akute Toxizität anschauen. Diese Methode basiert auf menschlichen Zellen. Akute Toxizität ist ein vielfach untersuchter Effekt von Chemikalien. Und akut bedeutet, dass schon eine einmalige Dosis einer Chemikalie innerhalb von Sekunden, Stunden oder manchmal Tagen zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Dieser Effekt wird dann mit Hilfe von Tieren untersucht, indem die Chemikalie direkt per Schlundsonde in den Magen des Versuchstiers, zum Beispiel der Ratte, dosiert wird. Anschließend beobachten die Forscher, wie viele Ratten bei welcher Dosis sterben. Gironde und Co-Autoren stellen die sogenannte LUCS-Methode als eine Alternative zu diesen Versuchen vor. LUCS bedeutet Light Up Cell System, übersetzt also in etwa aufleuchtendes Zellsystem. Es wird verwendet, um den Gleichgewichtszustand der Zelle, die Homöostase, zu untersuchen. Beim LUCS-Test werden menschliche Zellen einem fluoreszierenden Farbstoff ausgesetzt. Unter Normalbedingungen wird dieser Farbstoff fast vollständig wieder aus der Zelle heraustransportiert, ohne dass er die DNA der Zelle erreicht. Daher kann nur ein schwaches Fluoreszenzsignal beobachtet werden. Setzt man die Zellen nun UV-Strahlung oder reaktiven Chemikalien aus, gelangt mehr Farbstoff in die Zelle und an deren DNA. Und nun kann ein stärkeres Signal gemessen werden. Wenn dann die giftigen Testchemikalien dazugegeben werden, wird die Homöostase der Zelle noch stärker gestört. Dies führt zu einer starken Fluoreszenzstrahlung im Vergleich zum Kontrollversuch ohne Chemikalie. Wie stark dieser Unterschied ausfällt, kann als Maß für die Giftigkeit der Chemikalie herangezogen werden. Zusammengefasst, akute Effekte passieren schnell, und LUCS lässt Zellen leuchten. Neue Methoden wie LUCS werden üblicherweise mit dem Standardtestverfahren verglichen, in diesem Fall also dem Tierversuch. Aber eigentlich sollte man doch den Menschen als Vergleich heranziehen, oder nicht?
Natürlich kann man die Chemikalien nicht einfach an Menschen testen. Das ist in der EU und den meisten anderen Ländern verboten. Daten von Menschen zur Chemikaliengiftigkeit sind daher selten. Und man kann sich fragen, warum gibt es sie überhaupt? Nun ja, manchmal vergiften sich die Menschen selber, absichtlich oder unabsichtlich. Und im Krankenhaus, das sie dann behandelt, wird das Blut auf Chemikalien untersucht und die aufgenommene Menge wird abgeschätzt. Das Projekt Acute Tox sammelt diese Daten, sodass sie zum Beispiel mit dem LUCS-Test verglichen werden können. Und hier nun die tollen Neuigkeiten. Girond und Co-Autoren konnten zeigen, dass ihre Alternativmethode die akute Toxizität im Menschen besser vorhersagen kann als der Standardtest mit Laborratten. Die rechte Grafik zeigt die Korrelation Mensch und LUCS, die linke die von Mensch und Ratte. Der Korrelationskoeffizient R-Quadrat beschreibt, wie gut die jeweiligen Werte zueinander passen. Umso näher die Punkte an der Linie in der Mitte liegen, desto besser. Und umso höher ist auch R-Quadrat. LOCS schlägt also den Standardtest mit Ratten in der Vorhersage von akuter oraler Toxizität beim Menschen. Alternativmethoden wie diese sind sehr vielversprechend als Ersatz von Tierversuchen. Allerdings dauert es häufig sehr lange, bis sie als Standardmethode akzeptiert und überall eingesetzt werden. In unserem nächsten Video schauen wir uns einen Artikel an, der die Gründe dafür näher beleuchtet und erklärt, wie man die Verbreitung von Alternativmethoden beschleunigen könnte. Schaut euch das Video unten rechts an, falls ihr Interesse habt. Alle verwendeten Quellen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns auf euren Daumen. Und wenn ihr Vorschläge zu neuen Themen habt, schreibt sie uns doch bitte in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!